Wenn ich an meine Kindheit denke, dann denke ich an Chlorwasser. Aber das war auch zu einer anderen Zeit in einem anderen Land. Leistungssport in der DDR war Kapitalismus im Sozialismus. Die Reiserei ins Ausland war eines meiner größten Motive. Wenn die Staatssicherheit einen rauskatapultiert mit 25, das ist keine lange Sportkarriere. Es war dem Staat als solchem wichtig, dass seine Sportler erfolgreich sind. Ich hatte im Prinzip durch diesen Sport in diesem Staat ein Leben gehabt, was nicht so viele Menschen auf der Welt hatten. Aber für jemanden, der zeitgleich im Gefängnis gesessen hat, ist ein DDR-Athlet ein absoluter Oberidiot. Klar ist die Angst. Ich hatte aber noch mehr Angst, den Sprung zu verweigern. Ich habe es mich nicht getraut. Wenn du nicht richtig trainiert bist, da können sie dir so viel Pillen geben, wie du willst. Du wirst nie ein guter Leistungssportler. Ich kann sich sozusagen politisch missbrauchen lassen. Auf die Plätze! Fertig! Und durchlaufen! Die Deutsche Demokratische Republik ist längst Geschichte, aber ihre großen Vorbilder gibt es noch. Ich bin mit mir im Reinen. Und damit habe ich, glaube ich, schon mehr als die meisten in ihrem Leben erreicht. Es ist mein eigener Erfolg. Den kann mir niemand wegnehmen. Jeder in diesem DDR-Sport war wie ein Einzelkämpfer unterwegs.